Welche Länder fallen euch als erstes bei dem Begriff Kolonialmächte ein? Ihr denkt nun wahrscheinlich an die Briten, die Franzosen, die Portugiesen oder die Niederländer. Alles europäische Großmächte mit einer langen Kolonialgeschichte. Doch eine europäische Großmacht schien in diesem Konkurrenzkampf um die Kolonien keine Rolle zu spielen. Österreich. Allerdings hatte auch Österreich durchaus koloniale Interessen und besaß auch eigene Kolonien. Wir schauen uns deshalb heute die österreichische Kolonialpolitik an, schauen, wo auf der Welt die Österreicher überall aktiv waren und wie erfolgreich die Kolonien waren. Als im 15. und 16. Jahrhundert die erste Phase der Kolonialisierung, vor allem durch die Spanier und Portugiesen, begann, war es für Österreich sehr schwer, eigene Entdeckungsfahrten in die neue Welt oder nach Asien zu unternehmen. Österreich, welches mittlerweile von einer eigenen Habsburgerlinie regiert wurde, lag in Zentraleuropa. Ohne eigenen Zugang zum Meer, wodurch es allein schon an der Logistik scheiterte. Dies änderte sich aber schlagartig zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Im Zuge des Spanischen Erbfolgekriegs erhielt Österreich 1714 nämlich den Besitz über die österreichischen Niederlanden, die in etwa das Gebiet des heutigen Belgiens und Luxemburgs umfassten. So hatte Österreich nun erstmals Zugang zum Meer und konnte endlich auch eigene Handels- und Entdeckungsfahrten unternehmen. Die Habsburger zögerten dabei auch nicht und errichteten nach Vorbild von Großbritannien und den Niederlanden ihre eigene kaiserliche ostindische Kompanie. Die Ziele dieser konzentrierten sich dabei hauptsächlich auf Bengalen im Nordosten des indischen Subkontinents. Dort konnten die Österreicher einige Stützpunkte und Handelshäuser etablieren. Die Geschichte der kaiserlichen ostindischen Kompanie war allerdings nur von kurzer Dauer, da sie auf Druck von anderen Seemächten, allen voran Großbritannien, im Jahr 1731 schon wieder aufgelöst werden musste. Doch damit war die österreichische Kolonialpolitik noch nicht vorbei. Maria Theresia gründete eine neue Handelskompanie, die Triestiner Ostindische Handelskompanie, die unter Flagge des von den österreichischen Habsburgern beherrschten Heiligen Römischen Reichs von Triest aus Entdeckungsfahrten unternahm. So errichtete Österreich 1777 eine erste Kolonie in Ostafrika. Es handelte sich dabei um die Delagoa-Bucht, die heute als Maputo-Bucht bekannt ist und in der heute die Hauptstadt Mosambiks liegt. Der Hafen dort wurde von einem lokalen Anführer erworben und umgehend zur österreichischen Kronkolonie erklärt, wozu eine kleine Befestigung mit 10 Mann geschaffen wurde. Als nächstes zog es die Ostindische Handelskompanie wieder in den Golf von Bengalen, wo einige der Nikobaren-Inseln, auf die eigentlich Dänemark Anspruch stellte, erworben wurden. Auch sie wurden zur österreichischen Kronkolonie ernannt, es wurden Handelshäuser gegründet, aber lediglich 6 Mann zur Verteidigung zurückgelassen. Der ambitionierteste Plan stammte allerdings wohl von Moritz Benjowski. Der Abenteurer und Entdecker wollte die gesamte Insel von Madagaskar in österreichischen Besitz nehmen. Sein Vorschlag wurde damals zwar am Wiener Hof angehört, es wurden allerdings weder finanzielle noch militärische Mittel bereitgestellt. Und auch so schien sich die österreichische Kolonialpolitik immer mehr im Sand zu verlaufen. Österreich hatte einfach keine große Marine, die bereit wäre, die außereuropäischen Kolonien zu verteidigen. Zudem gab es zu wenig Seefahrer und Seehändler in Österreich, die Profit aus den Kolonien hätten schlagen können, und der Druck der anderen Kolonialmächte wuchs immer weiter. So wurde die Triestiner Ostindische Handelskompanie 1785 wieder aufgelöst, die Delagoa-Bucht wurde dabei von Portugal erobert und die Nikobareninseln fielen wieder an Dänemark. Einzig der Name der Insel Teresa, benannt nach Maria Theresia, blieb bis heute. Die zweite Phase der Kolonialisierung, der Kampf um Afrika, wurde zwar von den anderen europäischen Mächten geführt, aber auch Österreich hielt sich nicht, wie oft angenommen, gänzlich zurück. Die österreich-ungarische Doppelmonarchie unternahm nämlich Expeditionen und Missionen in den Sudan, nach Uganda und drang bis in das Kongo-Becken vor. Es wurden dabei überall österreichische Stationen und Außenposten gegründet, eine tatsächliche langfristige Kolonie konnte aber nie etabliert werden. Dafür war es aber auf dem europäischen Kontinent sehr präsent. Einige Historiker argumentieren auch, dass Bosnien-Herzegowina, welches der Doppelmonarchie auf dem Berliner Kongress 1878 zugesprochen wurde, als Binnenkolonie bezeichnet werden kann. Und viele zeitgenössische österreichische Autoren sahen es auch als Ersatzkolonie an. Es ist aber auf jeden Fall umstritten, ob man hier von einer wirklichen Kolonie sprechen kann. Österreich-Ungarn schaffte es aber sogar noch, einen Handelsstützpunkt in China zu etablieren. Als es auf Seiten der anderen europäischen Kolonialmächte mit Unterstützung der USA, Russlands und Japans den Boxeraufstand in China von 1899 bis 1901 niederschlug, erhielt es als Dank einen Stützpunkt in Tianjin, eine Stadt, die heute immerhin über 13 Millionen Einwohner zählt. Mit dem Ende Österreich-Ungarns ging allerdings auch diese Kolonie verloren. Eine weitere Spur hinterließ Österreich zudem im hohen Norden. Bei einer österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition 1873 sichteten die Seefahrer nämlich eine große Inselgruppe mit 191 Inseln, die sie zu Ehren des Kaisers Franz Josef I. Franz-Josef-Land nannten. Und die Inselgruppe, die heute zu Russland gehört, trägt den Namen bis heute. Das waren also alle Kolonien Österreichs. Wenn ihr euch jetzt noch dafür interessiert, warum Österreich-Ungarn überhaupt untergegangen ist, empfehle ich euch sehr dieses Video. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.